Was wäre die Winterzeit ohne Lichter? Und was wäre die Adventszeit ohne Weihnachtssterne? Beides kombiniert wird daher mit Sicherheit zu einem Hingucker, egal ob in der Hotellobby, auf dem Arzttresen oder zu Hause. Als Basis für das Lichtobjekt dient hier eine quadratische Glasvase. Für die Gefäßveredelung verwendet man transparente Strohhalme. Zuerst mit einer Heißklebepistole den Klebstoff auf der Vase aufbringen. Anschließend die Strohhalme hierauf festdrücken. Reihe für Reihe wird das Gefäß so mit den Halmen verkleidet. Danach werden die Strohhalme mit einer Schere eingekürzt. Für den besten Effekt kürzt man sie an zwei gegenüberliegenden Seiten auf Gefäßlänge. An den anderen beiden lässt man sie überlappen. Zum Schluss bringt man an diesen beiden Seiten noch eine zweite Schicht Strohhalme auf, die so an den Kanten für eine spannende Materialschichtung sorgen. Fertig ist unser Lichtkubus. Für die Füllung verwendet man weißen Aluminiumdraht. Diesen einfach mit den Händen so knäulen, dass er das Gefäß locker ausfüllen kann. Jetzt fehlt nur noch die Lichterkette mit Batteriebetrieb. Für eine optimale Lichtverteilung diese einfach um das Drahtknäuel wickeln. Danach alles in das Gefäß legen und einschalten. So lässt sich auch die Verteilung der Lichter noch einmal überprüfen. Nun noch ein paar Farbakzente. Rote Glaskugeln in unterschiedlichen Größen sorgen für interessante Einblicke. Zum Schluss werden noch Glasröhrchen in das Knäuel eingestellt und mit dem Draht fixiert. Jetzt noch mit Wasser auffüllen. Viele kennen den Weihnachtsstern nur als Topfpflanze, aber auch als Schnittblume überzeugt er durch seine Langlebigkeit. Wichtig hierfür ist allerdings die richtige Verarbeitung beim Schnitt. Die längste Haltbarkeit erzielt man durch kurzes Eintauchen in 60 Grad heißes Wasser. Anschließend die Stiele einfach in kaltes Wasser übersiedeln. Nun können die Weihnachtssterne und Lichter um die Wette leuchten.